meine Lieben, wir sind jetzt in Kroatien angekommen. Ich erzähle euch dann gleich nochmal, wo wir genau sind. Pause. Genau. Ich erzähle euch gleich nochmal, wo wir genau sind. Ich habe nicht vorher gefilmt, weil wir sind um 2 Uhr aufgestanden, sind um 3 Uhr nachts losgefahren und jetzt haben wir, Moment, ich schaue mal auf die Uhr, 14.32 Uhr. Wir sind jetzt schon seit einer halben Stunde hier. Genau, Unterkunft. Genau. Emilia, kannst du kurz weggehen? Hier ist die Terrasse, die ist riesengroß mit so einer Sitzecke, also da haben wir wirklich jetzt genug Platz. Hier ist die Terrassentür. Hier ist nochmal eine Terrassentür. Hier ist sogar noch Ding. Dann gehen wir hier rein. Wir werden diese Stühle rausstellen, weil dann können wir draußen essen. Finde ich richtig schön. Hier ist ein Fernseher, Klimaanlage, Kühlschrank, ganz wichtig. Hier ist die Küchenecke. Hier ist auch alles drin. Teller und Wasserkocher. Ja, hier ist alles drin, was man braucht. So, dann gehen wir hier weiter. Hier ist Liams und Papa Bett. Hier ist noch so ein Schrank, da kann man dann die ganzen Sachen reintun. Handtücher, Decke dabei. Dann haben wir hier ein Bad mit, ja, kleinen Dusche, klein aber fein. Waschbecken, aber wir haben mehr Platz wie Klo, wie beim ersten. Ich finde es auch schöner. Hier ist eine Tür zum Zuziehen. Hier ist ein Bett für die Lea, das kann man ausziehen. Das haben wir extra so gebucht, weil 3 Zimmer gab es nichts mehr. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass die Lea hier ihren extra Platz kriegt. Die hat auch 2 so Schränke dazu. Dann schlafe ich hier mit der Emilia. Ja, hier ist auch nochmal ein Schrank. Also Schrank, Handtücher sind noch dabei. Schrankmäßig haben wir nicht so viel. Hier ist auch eine Tür zum Zuziehen. Ja, da werden wir einiges hören. Dann haben wir hier 2 Betten, Nachtkästchen. Genau, ich finde der Boden ist auch richtig schön. Es ist auch richtig alles schön Holz. Es ist richtig schön verarbeitet, sauber. Da muss ich sagen, ach, da ist die Klimaanlage. Da muss ich sagen, dieses Mobilhome gefällt mir sogar echt noch besser wie das vom letzten Jahr. Ja, und jetzt sind wir hier 2 Wochen und ich würde einfach sagen, ich filme ein bisschen mit und erzähle euch jetzt noch kurz, wo wir sind. Okay, ich bin total fertig, also wundert euch nicht, ich bin total durchgeschwitzt. Wir sind 10 Stunden gefahren mit Pausen. Also wir sind gut, wir sind in Cetera, oh Gott, das ist in der Nähe von Murta, also wir brauchen nach Murta vielleicht 10 Minuten, genau, auf dem Campingplatz, mit Mobilhome, genau, wir haben sogar noch einen Parkplatz, also hier nebendran haben wir direkt einen Parkplatz, das haben wir zum Beispiel beim letzten Jahr, ich bin total platt, ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich rede, weil ich total fertig bin, hatten wir keinen Parkplatz dabei, da mussten wir mega weit laufen. Wir durften zwar alles ausladen, aber hier können wir ins Auto einsteigen, losfahren, wieder herfahren, mega. Genau. Und wir werden jetzt erstmal in Ruhe auspacken, ankommen und wir werden ein paar mehr Abteile wieder abklappern. Wir haben auch schon ein paar raufgesucht und was wir so unternehmen wollen. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach wieder ein bisschen mit. Und filme wieder fleißig. Und dann würde ich sagen, bis später. Also, wir sind gerade an unserem Meerabteil. So sieht das hier aus. Ja. Geht auch schön tief rein, ist alles steinig. Und da gehen wir jetzt ein bisschen schwimmen.
mal der Twistmelone auf. Wir haben eine kroatische Wassermelone gekauft. Sieht da schon mal gleich viel besser aus, oder? Was sagst du? Ja. Sind noch mehr Körner drin? Oh, schaut mal, Leute. Ich hoffe, der kommt rüber. So richtig saftig rot. Die gönnen wir jetzt. Jetzt gerade Mutter. Oh, hier läuft eine Katze einfach über die Straße. Aufpassen. Hier gibt es auch so süße Bäume. Schaut mal. Da ist die Katze. Emilia, Vorsicht. Hier sind auch wieder so kleine Stände. Hier ist so ein Bäcker. Und hier ist der Hafen von Mutter. Mit lauter Boote. Ja, wir erkunden jetzt ein bisschen Mutter. So kleine Gässchen. Ich muss schauen, dass die Mina nicht filme. Hier sind so kleine Gässchen. Auf jetzt lang. Schaut voll schön aus. Hier ist so ein Restaurant. Riecht ein bisschen komisch. Aber schaut mal, wie schön das ausschaut. Hier sind so schöne Stühle, guck mal. Die Farben gefallen mir. Wir sind angekommen im Salinka Beach. Ja, schaut euch das mal an. Oh mein Gott, wir müssen jetzt irgendwie einen Platz finden. So sieht das Meer hier aus. Man kann ziemlich weit reingehen. Ist auch ziemlich klar. Also es schaut schon schön aus. Hier? Ah, okay. Aber es sind so viele Leute. Oh Gott. Aber es ist schön. Mal schauen, ob wir einen Platz finden. Du Sau! Was ist das? Die Junge ist echt schlimm. Ich kann es euch den Kopf nicht zeigen. Da, aber seht ihr das? Was er da hat? Ich sehe in der Kamera gar nichts. Markus sitzt hier. Ja. Ja, pass auf. Ja. Beim Einkaufen, erstens gibt es so leckere Kugeln und dann gibt es so Strudel, aber nur mit hier Pudding und so drin. Hier sieht so aus. Voll lecker. Hier gibt es noch welche. Solche haben Männer so mit so speziellen hier irgendwas mit Frucht. Voll lecker, oder? Ja, das Eis habe ich euch letztes Jahr schon gezeigt. Hier unten gibt es auch nochmal so Kugeln. Fettschokolade. Voll geil. Hier gibt es Pizza. Die sieht voll lecker aus. Ja, wir kaufen ein bisschen ein. Hier ist Fisch. Hier gibt es Fisch. Ja, Fischstäbchen. Was ich cool finde, in diesem Supermarkt, ich weiß gar nicht, ich muss gleich mal gucken, wie der heißt. Es stehen Europreise unten drunter. Das heißt, man muss mal umrechnen. Buchstaben, Nuggets. Cool. Hier sind Pommes. Was kosten hier Pommes? 1,72. Oh Gott. Teuer, teuer, teurer wie bei uns. Hier ist Gemüseabteilung. Hier ist Eis. Ich zeige euch den gleich. Fett Mozzarella. Voll dick. Hier sind die kleinen, hier die großen. Die Käseabteilung. Hier gibt es wieder die dicke Wurst. Die haben immer die Wurst am Stück. Ich suche meinen Pudding. Ah, hier oben. 69 Cent, ja, das ist okay. Hier, mein geliebter Pudding muss mit. Der schmeckt sehr gut, da freue ich mich immer, wenn ich nach Kroatien komme. Nehme ich gleich zwei Stück mit. Ja, der muss mit. So Kuchen, hier unten große, sowas. Das sieht ganz komisch aus. Hier ist noch so. Und hier gibt es Baklava. Das
So sehen die aus. Mit Pistazie sieht sogar ganz lecker aus. Baklava mit Nuss. So sieht das aus. Kostet aber auch 5,79. Was das ist, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir das sagen, was das ist. Und diese hier kenne ich auch. Die habe ich auch schon öfters gesehen. So leckere Sachen. Ja, da könnte man sich tot kaufen. Ich mal diesen Ausblick ab. Ist das nicht wunderschön? Da könnte ich mir echt nicht satt sehen. Die schönen Boote. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so unscharf. Die Bütchen. Oh, ist das schön, Leute. Es ist echt schön hier. Hier ist übrigens der Laden, wo wir gerade drin waren. Meine Stimme. Und jetzt fahren wir nach Hause und gleich was essen. Meine Lieben, wir chillen gerade ein bisschen, bevor wir zum Essen gehen. Oh Gott, ich muss mich anders halten. Ich habe einen leichten Sonnenbrand, ja, wie immer, wenn ich in der Sonne war. Ich wollte euch mal kurz mal was vom Strand, Beach, Slalinka nennt sich das Ganze, wo wir heute waren. Ich habe ein bisschen gefilmt, aber wie gesagt, das war so voll, da konnte man nicht so viel filmen. Ich würde euch noch kurz erzählen, wie wir es empfunden haben, wie wir das Meer fanden. Also man kann direkt in der Nähe parken, muss aber 6 Euro bezahlen für den ganzen Tag, wie man halt lustig ist, muss man das bezahlen für den Parkplatz. Es wurde auch immer voller, muss ich sagen. Also das war noch nicht ganz voll, es wurde noch voller. Aber trotzdem konnte man gut schwimmen und planschen. Man war sich jetzt nicht im Weg. Und das Meer ist wirklich wunderschön. Es ist Sandstrand im Meer drin, also man kann wunderbar laufen. Weitläufig, perfekt für kleine Kinder. Liam hat da drin sehr lange weit stehen können und der ist sehr weit reingelaufen. Und hat richtig gut geplant, das hat ihm richtig Spaß gemacht, da es eben wirklich weitläufig war. Blaues türkises Meer, also es war wirklich schönes Meer und der Sandstrand war sauber, also wirklich, man konnte da wirklich gut gehen und laufen und reingehen. Ja, uns hat es jetzt nicht so viel ausgemacht, dass so voll war. Wir haben schon Platz gefunden, wir waren ja eh meiste Zeit im Wasser. Also wenn es euch jetzt nicht so stört, dass es so voll ist, dann habt ihr auch einen Spaß dran. Ja, und wir werden bestimmt noch mal hingehen. Also ich fand es echt schön. Also ich mag so schöne Meerabteile. Und wir werden noch andere... Ich hab hier voll das Ding, aber weil ich hatte so Lick. Wir werden noch andere Meerabteile natürlich anschauen. Und da zeige ich euch natürlich auch, wie die ausschauen. Und zeige euch den Namen dazu. Wir gehen jetzt gleich erstmal essen. Da zeige ich euch auch, was es Leckeres gibt. Und dann wird es noch so eine Mini-Disco hoffentlich geben. Also gestern gab es es. Mal schauen, ob es heute gibt. Da geht der Liam heute und die Mädels mal hin. Mal schauen, ob es denen gefällt. Und morgen müssen wir noch gucken, was wir machen. Ich melde mich auf jeden Fall noch. Bis dann. Er hat Burger mit Pommes. Fetter Burger. Liam hat Rapsuchi. Wir haben Fleischplatte. Schaut euch mal die leckere Fleischplatte an. Emilia hat das gleiche. Burger und Pommes. Guten Appetit. Das Meer bei Radnacht. Voll ruhig. Und Musik. Schön, oder? So still. Ich hoffe, man sieht es. So Spielgeräte, allerdings muss man dafür bezahlen. Hier ist so Kicken. So Kickzeug. Da sind Kinder. Da kann man auch kicken. Hier kann man so Kuscheltiere rausziehen. Ups. Okay. Hier kann man Trampolin hupfen. Und hier kann man auch noch mal so Spiele spielen.
Papa und Liam spielen. Und Lea und Emilia. Schön. Ich habe einen richtigen Moment gefilmt. Sind umgefallen. Voll cool. Marco, sag mal hallo. Wie ist es so? Hä? Wie ist es so? Ja, schön. Super Wetter. Es ist kein Regen, gar nicht. Ja, ist geil, gell? Perfekte Temperatur. Alles gut. So, meine Lieben, ich habe einen fetten, seht ihr den Unterschied? Mega fetten Sonnenbrand. Oh Gott, es brennt alles und tut weh. Nein, Liam, du darfst nicht rein, okay? Du darfst nicht mit ins Video. Wir waren heute nur am Strand. Hand auf. Moment, ich muss noch eine Pause machen. Jetzt nochmal im Sitzen. Man sieht einen fetten mega Sonnenbrand. Oh Gott, ja. Aber ich habe mich eingecremt, aber ich habe trotzdem einen Sonnenbrand gekriegt. Weil ich kann mich meistens eincremen, wie ich möchte. Ich habe immer Sonnenbrand. Immer. Einmal heftig und dann kriege ich keinen mehr. Dann werde ich braun. Genau, wir waren heute nur vorne bei unserem Strandabteil. Habe mir ein bisschen was gefilmt. Wir essen jetzt gleich und morgen fahren wir zu einem anderen Strandabteil, der voll schön sein soll. Wir müssen ungefähr eine Stunde fahren und danach fahren wir nach Drogie. Da essen wir wieder unsere leckere Pizza, die wir letztes Jahr hatten. Und die war so gut, Leute. So lecker. Ich empfehle es euch, hier Pizza essen. Genau. Und dann werden wir noch ein bisschen durch die Stadt gehen. Ich schaue einfach mal, wie ich euch mitnehmen kann, wie ich euch mitnehmen möchte. Ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, wir waren auch schon zweimal einkaufen. Ich filme auch fleißig den Foodhaul mit. Aber es ist schweineteuer. Also noch teurer wie in Deutschland. Wir in Deutschland weinen ja schon wegen die Preise, aber hier wirst du noch mehr weinen. Es ist alles so, so teuer. Krass, für eine Butter zum Beispiel 4 Euro. Also nur mal so. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen nochmal. Und ich hoffe, ich kann euch schöne Eindrücke morgen zeigen. Bis dann. Doch, Esel. Ein schwarzer. Und da hinten. Sieht man? Zeig euch gleich. Den kann man auch streicheln. So, und da drüben. Cool, Vorsicht, gell? Ich weiß es nicht. Papa! Die liebt mir! Na, hast du mal Papa, eine? Papa, die liebt mir! Ja, mach halt Ei-Ei. Die liebt mich auch. Machst du Ei-Ei? Doch, die liebt mich schon. Lieb, gell? Ja. Ja, lieb, Papa. Katzen. Voller Zoo hier, oder? Meine Kinder und die Katzen. Oh Gott. T-Shirts. Thank you.
ein, wie heißt das? Chihuahua-Chi. Da ist ein Chihuahua-Chi und diese Soße drin. Und du probier mal und sag mal, wie es schmeckt. Ich fühle mich, wie du probierst. Und? Hm? Gut? Super, geil, genial. Jetzt Pizza, einmal Pilze, Margarita, Schinken. Was ist du? Schinken und Salam. Ja, die weltbeste Pizza werden wir uns jetzt gönnen. Angehalten und haben diesen Ausblick. Ich hoffe, ihr könnt sehen, die Sonne blendet mich. Hier hinten ist der Hafen. Hier. Und schaut euch mal das Meer an. Ich hoffe, ich zoome euch mal ein bisschen, dann seht ihr vielleicht ein bisschen besser. Hier geht es runter. Ja, mega, oder? Das ist doch ein wunderschöner Ausblick. Schöne Boote. Da könnte ich mich echt nicht satt sehen. Campingplatz geht es auch voll weit runter. Hier ist noch so eine Sanitäranlage. Gibt es ganz viele und auch nicht weitläufig. Also ganz praktisch. Was ist los, Liam? Liam, da kommt ein Auto. Genau, darunter geht es zum Strand. Hier stehen lauter Zelte. Da sind so die weißen Mobilhomes. Genau, hier geht es hier hinter. Gibt auch so Zelt-Mobilhomes oder so mit Folie. Finde ich jetzt nicht so schön. Ich finde eher schön, wenn die so schön offen sind. Hier ist der Müll. Hier kann man so Müll entleeren. Man kann auch die Flaschen alles in den Korb schmeißen. Jetzt gehen wir mal da runter. Da ist der Spielplatz mit Schaukeln. Hier ist das andere Klettergerüst. Da geht es noch weiter. Hier ist noch so ein Drehteil. Wippe. Hier ist nochmal so eine Schaukel. Also der ist echt groß, da hinten geht es noch weiter. Das ist ein echt schöner, großer Spielplatz. So sieht man jetzt näher. So sieht der aus. Der gehört zum Campingplatz dazu. Da ist noch ein Supermarkt. Das ist der Tommy Supermarkt. Der ist aber sehr teuer. Der gehört auch zum Campingplatz. Ja. Ja. Sag, oh, oh. Mal schnell. Nein, gib sie du ihn. Schau her, schau her, ich geb sie nicht. Also, oh, schau her. So. Ja, du hast es gegeben. Komm mit. Er liebt Karotten. Jetzt drauf gesagt. Ja, okay. Ja, dann, ja, okay. So, ja, so. Warte. Lass ihn erst mal runter. Wie der Liam, ah? Ja. Ich hab mal untergessen, das wächst denn ein. Nein, nein, gib's in den Mund. Nein, dann rollt sie runter. Warte. Der muss, der genießt ja, dir. Ja, der ist nützlich. Der andere ist, wie du, zack, zack, reinschlingen. Warte, jetzt auch. Jetzt. Liam, du schaffst es. Ja, ja, ja. Das war cool. Das haben die ja. Mehr. Nein, für jeden zwei. Es ist noch Tennis. Hier gibt es noch Tischtennis. Tischtennis, das ist schon Tennis. Tischtennis, ja. Da gibt es noch, genau, Tischtennis. Und hier gibt es einmal Basketball. Das gehört auch alles zum Campingplatz. Aber ich glaube, das muss man sich holen, damit man das spielen kann. Hinten, ich weiß nicht, ob man es sieht, gibt es noch Minigolfplatz. Haben wir gar nicht gewusst, aber jetzt wissen wir es. Cool. Jetzt wieder Pizza, Emilia hat Margarita, Lea hat Schinken. Ich habe diesmal richtig Pilze, Schinken und Liam und Marco warten noch. Und Spaghetti sind da. Salami mit Schinken. Oh, ne, doch. Ich
Emilia! Lea! Emilia! Mach höher! Am Hafen, hier gibt es so Hüpfburg, Pferdchenreiten, Autofahren, aber dafür muss man zahlen. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Spielplatz am Hafen. Ich drehe schon mal um. Hier ist der Hafen. Und sehr dunkle Wolken. Seht ihr das? Hier. Da kommt jetzt dann was. Es hat. Hallo! Ja! Genau, wir sind gerade am Hafen und hier ist schön. Und hier kommt die fette Wolke. Es hat heute schon den ganzen Tag geschüttet, deswegen haben wir heute nicht viel gemacht. Ja, deswegen waren wir heute nicht so viel am Meer. Ich hoffe, morgen ist das Wetter wieder schöner. Dann sind wir noch ein bisschen am Spielplatz. Leute, ich wollte euch mal die Realität zeigen, wie ich gerade aussehe. Mir geht überall die Haut weg. Seht ihr das? Richtig eklig. Die Nase. Markus schaut nicht besser aus. Bei ihm geht auch die Haut weg. Ganz schlimm. Oh Gott. Mach mal ganz runter. Boah, noch schlimmer wie bei mir. Oh mein Gott, wir häuten uns. Aber so es schlank. Tut nichts weh. Nee, es tut nichts mehr weh. Hat die ersten ein, zwei Tage weh, dann aber jetzt alles gut. Ja, Gott sei Dank. Aber Nein. Es sieht komisch aus. Hier ist so richtig braun und hier ist die neue Haut. Ja. Wir haben uns aber eingekämmt, wie gesagt. Aber ja, okay, ja, zu wenig. Weiterklappen, hier ist echt steinig. Seht ihr das? Steinig. Erste Essen ist da. Ich habe Tintenfischringe mit Pommes. Und die Mädels, die haben beide dasselbe Schnitzel mit Pommes. Und gleich kommt Marco noch sein. Marco hat hier, weiß ich nicht, was ist das? Fleisch vom Grillen. Okay. Okay. Speise gibt es Kinder Bueno Crab mit Eis. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute Montag. Das Wetter ist so lala. Es ist sehr, sehr windig und bewölkt. Ab und zu kommt die Sonne durch. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen wärmer, weil wir möchten heute gerne in diesen Wasser-Aquapark in Schiebenick. Da gibt es auch einen Campingplatz, da wollten wir eigentlich zuerst buchen. Haben uns aber dann jetzt für das entschieden. Genau, ich werde euch ein bisschen was vom Park zeigen. Vielleicht ist es ja dann was für euch. Weil eigentlich gleich direkt in der Nähe ist dieser Campingplatz mit Mobilhomes und so weiter. Genau, was wollte ich jetzt sagen? Meine Haut ist auch schon viel besser wieder, wie ihr sehen könnt. Ist nur noch ein bisschen was. Ist wieder alles sehr weich. Hier in der Nase habe ich noch ein bisschen. Aber es ist schon tausendmal besser. Sieht wieder ein bisschen besser aus. Genau, wir fahren jetzt dann los. Wir müssen ein bisschen fahren. Und dann würde ich euch einfach ein bisschen mitnehmen in den Aquapark. Bis dann. Angekommen, hier ist so ein Kreis. Hier kann man dann die Ringe nehmen. Und so ringsrum. Gehen wir mal über die Brücke. Schauen, was es da gibt.
Hier sind so, könnt ihr das sehen? Hier kann man nämlich ringsrum. Oh, da ist mein Whirlpool. Geil, der ist auch noch leer. Da sind 3 Stück. Geil, da muss ich rein. Hier, seht ihr das? Da laufen wir jetzt hin. Da kann man dann überall entlang fahren. Man kann komplett den Kreis lang fahren. Hier ist wieder Brücke. Hier geht's auch nochmal. Und jetzt. So, wir sind ja gerade in diesem Aquapark. Ich habe euch ein bisschen was gezeigt. Es gibt noch hinten so einen Spielplatz und kleines Becken mit so kleinen Rutschen für ganz kleine Kinder. Und das war es eigentlich schon. Mehr gibt es hier gar nicht. Also es ist recht klein. Wir haben jetzt so 551 Euro bezahlt. Ja? Ja. Ja, also es ist schon teuer. Zwar den ganzen Tag, aber ja, es ist nicht so viel geboten. Ja, und aber die Rutschen sind ganz schön. Diese große Anlage hier, die ist ganz schön. Aber ob wir nochmal 151 Euro dafür bezahlen würden, ich glaube eher nicht. Also es gibt glaube ich auch ein Hotel, da wo es gleich nebendran ist. Das ist bestimmt da mit drin. Genau. Jetzt werden wir einfach ein bisschen chillen, ein paar Stunden hier verbringen. Ja. So, da gibt es noch den Kinderpool, das sind so 3 Rutschen. Und hier hinten könnt ihr sehen, da ist noch so ein ganz mini Bereich und das da hinten ist ein Spielplatz. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr gibt es nicht zu sehen. Hier gibt es Spanferkel mit Kartoffeln, Brot, Lea hat Schnitzel, Emilia hat, die isst schon, Kwabtichi, Reis und Ding. Ich habe eine gemischte Platte. Oreo? Ja. 2 Oreo, ja? Nein. Hallihallo, meine Lieben. Ich schaue schon wieder eine Katastrophe aus mit den Haaren. Ja, mal ein besseres Licht. Wir haben schon Spätabend, wir haben jetzt schon allerdings Donnerstag. Wir haben jetzt noch 2 Tage, 2 volle Tage und 3 Nächte, dann geht's schon wieder nach Hause. Wir fahren morgen aber nochmal, ich glaube Lampedusa Beach heißt der. Marco hat den empfohlen bekommen und das soll recht schön sein. Und da werden wir morgen hinfahren, der ist bei Nähe Drogie. Danach gehen wir nochmal nach Drogie. Und werden dort auf dem Markt ein bisschen einkaufen für zu Hause. Und genau, ich werde euch morgen nochmal mitnehmen zum Beach und den euch zeigen, wie voll der ist und wie schön. Und ja, mal schauen, wie ich euch noch ein bisschen mitnehme. Und ich werde euch dann auf jeden Fall nochmal berichten zu dieser Anlage hier, was es alles so gibt, wie wir es jetzt fanden. Genau, das werde ich aber zum Schluss machen. Weil Samstag werden wir noch einen schönen Strandtag hier machen und dann packen, aufräumen und Sonntag, Vormittag geht es dann Richtung Deutschland zurück. Genau, ja, so viel dazu. Morgen freue ich mich erstmal auf den Beach, hoffe er ist nicht zu voll und genieße nochmal die 2 Tage. Bis dann! Hey!
Pizza essen diesmal woanders. Marco hat, was hast du? Rustikale. Rustikale? Mit Speck, Kupfer, Tomaten, Parmesan, Käse. Ich habe wieder, eigentlich habe Liam, Lea und ich Schinken. Und Lea hat ganz normal. Emilia. Ja, dann Entschuldigung. Emilia hat Margarita. Wir genießen jetzt nochmal Pizza. Guten Abend, meine Lieben. Wir sind jetzt wieder zurück vom Strand. Ich wollte euch ein bisschen erzählen, wie wir es fanden. Der Strand oder der Strandabteil ist wunderschön. Also man hat ja vorne eine schöne Fläche, wo man stehen kann und dann wird es tiefer. Aber man kann sehr weit rausschwimmen. Auch wenn man sehr weit rausschwimmt, kann man den Boden immer noch sehen und man kann perfekt dort schnorcheln. Also wenn ihr gerne schnorchelt, fahrt mal dahin. Man kann auch mit einem Schiff hinfahren, da kommen immer so Schifftaxis, nenne ich es jetzt einfach mal. Da sind mehrere Leute immer gekommen und gefahren wieder. Also kann man das auch machen. Wir sind allerdings mit dem Auto gekommen. Das ist für uns einfach einfach. Da können wir gehen und kommen, wann wir möchten. Das Meer ist einfach wunderschön klar. Also man sieht alles. Super. Genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, es anfangs, also wenn ihr gleich in der Früh kommt, dann ist es perfekt, dann kriegt ihr noch einen schönen Platz. Es wird leider gegen Mittag immer voller und gegen Abend gehen dann die Leute wieder. Dann ist es leider ein bisschen voll zwischendrin, aber es lohnt sich, es ist echt schön. Also muss man mal gesehen haben, hat uns gefallen, wir werden da auf jeden Fall bestimmt wieder mal hinfahren. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nochmal. Bis dann. Jetzt sind wir ein letztes Mal am Strand. Ich hab die gefilmt. Ich sehe gar nichts in der Kamera. So dunkel. Marco, sag mal hallo. Der chillt jetzt sein Leben. Wie ihr sehen könnt. Ja, das letzte Mal. Ja. Nochmal. Nochmal Engel. Ja, wir sind ein letztes Mal hier. Morgen geht es zurück nach Deutschland. Dann erzähle ich euch ein bisschen was von der Anlage. Und dann ist unser Urlaub schon rum. So schnell sind 2 Wochen rum. Hier ist übrigens so ein Spielplatz. Wasserspielplatz wie letztes Jahr. Es gibt es überall. Hier ist die wunderschöne Stadt. Das ist Tisno da hinten. Genau. Ja, schöne Bergchen. Ja, bis später. Morgen, meine Lieben. Ja, ich weiß, ihr seht nicht viel, aber meine Katze ist wieder da. Die hat mich halt schon so begrüßt. Die hat so gekuschelt mit mir. Sie hat sich richtig gefreut, dass ich wieder da bin. Ich wollte einfach noch mal ein kurzes Feedback geben. Wir sind jetzt schon zu Hause. Ich war gestern so fertig. Wir waren 15 Stunden unterwegs. Es war so die Hölle. Wir waren so kaputt. Wir sind mit 10 Stunden mit Pause hingekommen in den Urlaub und zurück war es die Hölle. Wir waren 3-mal im Stau. Am schlimmsten war der Karawankentunnel, da waren wir 2 Stunden im Stau. Ja, und dann haben wir noch 2-mal Stau gehabt. Die waren etwas kürzer, aber auch nervig. Und dann haben wir noch eine McDonald's-Pause gemacht und da war auch die Hölle los. Also war nicht lustig. Genau. Aber egal, jetzt sind wir wieder daheim. Und ich wollte euch kurz erzählen, wie wir das Mobil Campingplatz, den Campingplatz finden. Wir haben ja ein bisschen Vergleich zum letzten Jahr. Also was wir auf jeden Fall gut finden, wir haben einen Parkplatz direkt neben dem Mobilhome. Wir haben auch eine große Terrasse gehabt. Der Spielplatz war schön groß. Es gibt Mini-Disco, da gibt es extra eine Bühne dafür, für die Kinder, da gibt es jeden Abend Mini-Disco. Danach gibt es immer so eine Veranstaltung mit entweder Dance-Show, Zaubershow, das ändert sich immer. Ja. Und ja, genau. Man hat auch nicht so weit zum Meer wie beim letzten Jahr, da musste man echt weit runterlaufen. Letztes Jahr hatten wir auch keinen Parkplatz nebendran, sondern mussten weit zum Parkplatz laufen. Wir hatten aber dafür einen Pool, eine Poolanlage, das hatten wir jetzt nicht. Es gibt auch eine Mini-Disco, die haben wir jetzt nicht genutzt. Da musste man gucken, wie das ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine. Und es gibt auch eine Animation am
am Meer direkt. Da gibt es so eine Brücke, da kann man dann mittanzen, Wassersport machen. Da tanzen die auch ab und zu mit den Kindern, machen Spiele. Das ändern die immer wieder. Das habe ich dann ganz rausgefunden, wann was stattfindet. Weil wir nicht immer an dem Meer waren. Genau. Aber für uns, wir waren ja letztes Jahr weiter unten bei Truke in der Nähe. Für uns war das Meer viel, viel schöner und klarer. Deshalb würden wir wieder darunter eher fahren, weil wir waren jetzt eine Stunde weiter oben auf der anderen Seite vom Meer. Und für uns, das Wasser ist auch klar und keine Frage, wunderschön zum Schwimmen. Das hat uns trotzdem gefallen, aber wir haben halt letztes Jahr ein schöneres Meer gesehen und daher gefällt uns das halt dann noch mal ein bisschen mehr. Aber wir werden, wenn wir mal wieder nach Kroatien fahren, halt dann gucken, wo wir dann hingehen. Genau, das wollte ich euch erzählen. Ansonsten ist die Anlage sauber, echt schön. Es gibt viele Sanitäranlagen zum Klo gehen und duschen. Also da braucht man keine Sorgen machen. Also ist auch wunderbar für Kinder. Es gibt viel. Es gibt Restaurants, es gibt Friseur, es gibt Massagen. Ja, es gibt alles Mögliche. Es gibt Esel. Da kann man die Esel auch füttern. Mit Karotten haben wir die immer gefüttert. Genau. Ja, der Urlaub ist zu Ende und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich genieße die Zeit mit meiner Katze. Die habe ich sehr vermisst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann.